Das ist mein Mikrofon, ja. Gut. Also ich bin noch nie so freundlich begrüßt worden, um das mal auch zurückgeben zu dürfen. Insofern vielen Dank und auch an Sie einen guten Abend, ein herzliches Willkommen hier in der Universität. Ich sehe etwas abgehetzt aus, weil ich gerade aus dem Stadtrat komme. Seit 14 Uhr Tag dieser und es war nicht ganz klar, ob ich das heute schaffen werde. Aber der Oberbürgermeister der Stadt meinte, wenn schon mal so viele Menschen etwas über fairen Kaffee hören möchten, dann gibt er mir frei für die nächsten anderthalb Stunden. Und dann enteile ich wieder in Richtung Stadtrat, Rathaus. Aber die Zeit, die nehme ich mir jetzt für Sie sehr gern und versuche mal ein bisschen Sie auf das Thema Leipzig handelt fair einzustimmen. Was hat das insbesondere mit dem hier Begriff Hauptstadt des fairen Handels zu tun? Und was können wir, was können Sie, was kann unsere Gesellschaft zu einer globalen, regionalen Gerechtigkeit beitragen? Und wie können wir das insbesondere mit unserem Konsumverhalten unterstützen? Der Vortrag wird ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Wir haben dann ausreichend Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, wozu ich Sie natürlich auch herzlich auffordern möchte, weil auch eine Stadtverwaltung oder auch ein Amtsträger ist nicht allwissend an dieser Stelle und auch eine solche Veranstaltung ist nicht nur ein Monologisieren in Ihre Richtung, sondern gegebenenfalls natürlich auch logischerweise ein Dialog und ich hoffe auch auf das eine oder andere an Hinweis oder Interesse, wo man gegebenenfalls auch mitwirken möchte, kann. Dazu soll auch noch Raum und Gelegenheit sein. Worum geht es? Ich bin ja vorgestellt worden als Bürgermeister für Umwelt, Ordnung und Sport. Es wäre zu einfach zu sagen, der Umweltbürgermeister ist derjenige, der im Rathaus ausschließlich verantwortlich ist für das Thema Leipzig handelt fair. Aber gerade auch der Umweltbürgermeister ist da ein Initiator und Motor. Und insofern möchte ich heute auch als Umweltbürgermeister über dieses Thema mit Ihnen reden. Wo kommen wir eigentlich her? 1992 haben die Vereinten Nationen in Rio de Janeiro sich über die Nachhaltigkeit und über die Nachhaltigkeitsentwicklung unserer Welt Gedanken gemacht und gesagt, globale Gerechtigkeit fängt in den Kommunen, in den Regionen, bei den Bürgern an. Und man hat initiiert sogenannte lokale Agenden, 21 damals Rio 2001. Und in Leipzig ist das zum Anlass genommen worden, die sogenannte lokale Agenda 21 zu gründen. Ihr Grundsatz ist, dass jede Generation die natürlichen Ressourcen für ihre eigenen Zwecke nur insoweit in Anspruch nimmt, dass die nachfolgenden Generationen diese natürlich auch in Anspruch nehmen können. Also Ressourcenschonung. Also entsprechend natürlich auch schauen, wie können wir konsumieren, wie können wir wirtschaften, dass nachfolgende Generationen ebenfalls mit den vorhandenen Möglichkeiten auskommen. Und das ist ein hehres Ziel und wir haben versucht, in Leipzig das runterzubrechen. Klar wird das von der Bundesregierung, von der Landesregierung entsprechend unterstützt. Hier mal vom Kanzleramtsminister Altmaier ein Zitat, was ich gern auch verwende an dieser Stelle. Und diese Entwicklung aus 92 Rio ist insofern weitergegangen, dass im vergangenen Jahr die Vereinten Nationen darüber beraten haben, also auch die Bundesrepublik Deutschland logischerweise, mit welchen Zielen wollen wir uns in die nächsten Jahresdekaden hineinbegeben. Und es sind die sogenannten Sustainable Development Goals, die sogenannten SDGs, verabschiedet worden. Es gibt 17 an der Zahl. Und diese 17 SDGs sind mit 169 Unterzielen versehen. Wenn Sie jetzt mal, ich glaube, Sie können es einigermaßen sehen, es ist alles in Englisch, aber man kann mal ein paar rausnehmen. Da steht zum Beispiel in der 2 hier drüben Zero Hunger. Also
kein Hunger. Da steht zum Beispiel Gender Equality, also Gendergerechtigkeit, Gleichstellung von Mann und Frau. Oder es steht zum Beispiel drin, jetzt muss ich selber, Climate Action, also der Klimawandel ist ein großes Thema dieser Nachhaltigkeitsziele. Und für uns ist es jetzt wichtig, was heißt das eigentlich nun wieder runtergebrochen auf eine kommunale Ebene, auf eine kommunale Verwaltung. Und da möchte ich mal das Ziel 8 benennen, dauerhaftes, nachhaltiges und breitenwirksames Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Jetzt hat da, glaube ich, jeder ein anderes Verständnis dazu, was das eigentlich heißt. Und wir werden, glaube ich, man könnte an dieser Stelle vom Kaffee mal vom Kaffee weggehen, zur Seite treten und fragen, wie halten wir es denn in unserem Land, in unserer Gesellschaft mit diesen Zielen? Aber auch dieses gilt natürlich über die Vereinten Nationen für die Bundesrepublik. Und auch wir müssen uns in der sogenannten Ersten Welt fragen, wie gehen wir mit dem Thema auch in unseren eigenen Wirtschaftskonfigurationen um. Für die Kommunalverwaltung haben wir uns vor allen Dingen den Punkt 8.7 herausgenommen, sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich die Einziehung und des Einsatzes von Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jede Form von Kinderarbeit ein Ende setzen. Wie können wir das erreichen? Dazu werde ich im Vortrag noch was sagen. Was kann eine kommunale Verwaltung an der Stelle leisten? Die Rolle der Konsumenten. Ungeachtet der gesellschaftlichen Debatte haben wir natürlich auch noch uns als Bürger, die Konsumenten. Hier ist die Frage, was heißt eigentlich fairer Handel? Es gibt ja viele Label, es gibt viele Menschen, die bio, regional, eben auch fair einkaufen, darauf achten. Aber es gibt natürlich auch gleichfalls viele Menschen, die an der Stelle immer auch diese Label hinterfragen. Und dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen Skandal, da ist eben das Bio-Ei am Ende doch nicht bio. Das ist natürlich immer auch die Problematik, wo viele Akteure, wo viele Erzeuger, wo viele Labels, kann es auch Missbrauch geben. Das will ich an der Stelle gar nicht ausschließen. Aber dem Grunde gibt es für das Label fair klare Kriterien. Kontrollierter Handel, angefangen beim Erzeuger bis zum Verkäufer, Ausschluss von außerbeuterischer Kinderarbeit, Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards und Überwachung und Zertifizierung durch Fairtrade-Organisationen. Es gibt nicht eine, es gibt viele. Und man muss sie alle hinterfragen. Was sind wesentliche Produktgruppen, wo Sie insbesondere als Konsument darauf achten können, an der Stelle etwas zu leisten? Stoffe, Textilien, Teppiche, Riesenthema, ungebrauchter Naturstein, Nahrungsmittel, Blumen, Spielwaren, Spielbälle, alles Themen, werde ich gleich zeigen, wo wir natürlich in der Stadtverwaltung auch darauf achten können, in der kommunalen Beschaffung darauf zu achten, dass wir eben fair gehandelte Textilien bei Uniformen, bei der Feuerwehr etc. einkaufen. Und jetzt komme ich zum Kaffee. Und jetzt kann man eine Vorstellung bekommen, wie dieses Thema des fairen Handels bereits beim Kaffeeanbau bzw. bei Erzeugern angekommen ist. Es gibt in 70 Ländern entsprechend 1.100 Produzentenorganisationen. Es sind beteiligt rund 1,4 Millionen Kleinbauern und Beschäftigte. Und wir können, das sind jetzt statistische Angaben, die Aussage schon treffen, dass der faire Handel Lebensbedingungen von über 6 Millionen Menschen weltweit verbessert. Bei einer Weltbevölkerung von 9 Milliarden Menschen sehen Sie, wie viel Luft nach oben ist. Die, die drin sind, die dieses
diesen fairen Handel in diesen Genuss kommen, die wissen, was das bedeutet. Aber wir haben an der Stelle vor allen Dingen auch als Konsumenten und Verbraucher in Europa, in Nordamerika, in Asien, in Australien noch viel mehr Verantwortung auch an dieser Stelle für die gesamte globale Welt. Und an der Stelle können uns diese Zahlen nicht befriedigen. Die Vereinten Nationen haben neben den SDGs, also diesen Zielen, auch eine eigene Sonderorganisation, die sich weltweit mit arbeitsrechtlichen Standards auseinandersetzt und diese auch weiterentwickelt. Diese sogenannten ILO-Ziele, International Labour Organization, diese Ziele gelten insbesondere für die Fragen des fairen Handels. Und insofern wollte ich sie an dieser Stelle Ihnen nicht vorenthalten. Und hier, nachdem ich gerade bei dem Thema Ziel 8, insbesondere Vollbeschäftigung, glaube ich, so ein bisschen so einen neuralgischen Punkt angesprochen habe, wird das jetzt hier noch weiter aus meiner Sicht untersetzt, indem man zum Beispiel auch fordert, die Vereinigungsfreiheit bzw. das Recht auf Kollektivverhandlungen. Der Jurist weiß sofort, was damit gemeint ist, guckt ins Arbeitsrecht und versteht darunter Gewerkschaften oder überhaupt Betriebsräte oder sich überhaupt zu vereinen, um seine Rechte geltend zu machen. Auch das ist eine erklärte, ich sag mal, rechtliche Verbindlichkeit der UN, die insbesondere auch in der Bundesrepublik Geltung erlangt hat, da die Bundesrepublik dieses Abkommen, wo diese ILO-Normen definiert worden sind, auch ratifiziert hat. Da steht auch was zur Zwangsarbeit, zur Abschaffung von Kinderarbeit und zum Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. So, sehr global. Wo kommen wir her? Was gibt es für Rechtsetzung? Was kann der Konsument machen? Wie geht es jetzt in Leipzig weiter, um dann zu dem Punkt zu kommen, was gibt es im Einzelnen in Leipzig zu entdecken? Es gibt die Thematik Fairtrade Town. Jetzt frage ich mal in Ihre Runde, hat jemand schon mal was von dem Begriff Fairtrade Town gehört? Na, die melden, die schon die das kennen. Wunderbar, eine Person, ich freue mich sehr. Zwei. Das spricht nicht für unsere Informationspolitik im Rathaus. Ich will es Ihnen erklären. Es gibt bundesweit seitens des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung unterstützt die Kampagne der Fairtrade-Stadt. Das heißt, Städte, so wie es ja verschiedene Label gibt. Leipzig ist Sportstadt, Leipzig ist Musikstadt, Leipzig ist Universitätsstadt, Leipzig ist Messestadt, Leipzig ist Bachstadt und Leipzig ist Fairtrade-Town. Heißt, es gibt ein paar Kriterien, die man erfüllen muss, um sich mit dem Titel auszeichnen zu dürfen, Fairtrade-Town, im Sinne, dass es in Leipzig Strukturen, Organisationen, Angebote, diverse Möglichkeiten auf der Partizipation gibt, zu diesem Thema etwas im positiven Sinne zu bewirken. Für Leipzig ganz konkret heißt das, wir haben einen Ratsbeschluss herbeigeführt. Es gibt beim Oberbürgermeister und beim Umweltbürgermeister nur noch fair gehandelten Kaffee im Büro, sehr zum Leidwesen der Sekretärin. Die eine Markenkonstanz aufweisen, die Damen, aber sie müssen fairen Kaffee trinken. Da habe ich mich durchgesetzt. Es wurde eine Steuerungsgruppe gebildet. Es gibt entsprechend lokale Geschäfte, die fair gehandelte Produkte anbieten. Es gibt Initiativen in Schulen, Gemeinden, Vereinen, Kirchgemeinden, Verbänden. Die müssen sozusagen organisiert, strukturiert von uns nachgehalten und unterstützt werden. Und es gibt eine Medienberichterstattung. Die ist scheinbar etwas an uns jetzt vorbeigegangen. Aber auch so ein Termin soll ja helfen, darüber zu informieren.
Und das führte dazu, da wir die Kriterien in Leipzig erfüllt haben, dass wir im September 2011 ausgezeichnet worden sind im Rathaus. Dass es auf der Seite leipzig.de auch diesen Hinweis zur Fairtrade Town gibt. Es gibt insgesamt in Leipzig, in Deutschland 414 faire Städte und Gemeinden. Auch Landkreise können fair sein. Und wir haben dem Ganzen noch eins draufgesetzt, in dem neben diesem Titel Fairtrade Stadt wir uns 2015 beworben haben um den Titel Hauptstadt des fairen Handels. Eine weitere Initiative, die dazu führen soll, dass insbesondere Bürger, Vereine, kommunale Einrichtungen, Unternehmen sich mit diesem Thema weiter auseinandersetzen und initiativ werden, um die große Idee des fairen Handels, der globalen Gerechtigkeit im Grunde genommen weiter lokal zu befördern. Dazu sehen Sie hier diese faire Familie, die das sehr konzentriert in Leipzig organisiert. Und wir haben damit mit diesem Symbol sozusagen Leipzig in den Ring geworfen und uns auf den Weg gemacht, entsprechend diesen Titel zu erwerben. Und haben dann in Rostock im September vergangenen Jahres den vierten Platz errungen. Das ist nicht so selbstverständlich. Es gab doch 18 Teilnehmer, Großstädte, die sich im Wettbewerb im Grunde genommen präsentiert haben. Die meisten das schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und Leipzig hat sich das erste Mal beworben und ist gleich Vierter geworden. Da war ich nicht ganz unglücklich drüber, wenn ich das mal so sagen darf. Und es gab auch einen kleinen Preis, damit den haben wir gestiftet, wiederum für die Arbeit in der fairen Organisation hier vor Ort. Und wir sind gerade dabei, den Stadtrat davon zu begeistern, die Idee weiter zu implementieren, diesen Hauptstadtwettbewerb nicht einmalig nur für uns in Anspruch genommen zu haben, sondern jetzt, er findet alle zwei Jahre statt, die Kräfte zu bündeln, zu schauen, wo könnten wir noch nachlegen, was gibt es zu tun, um in zwei Jahren uns wieder zu bewerben und uns der Fachjury zu stellen und zu schauen, sind wir ein Stück weitergekommen oder müssen wir im Grunde genommen diesen Prozess noch anders gestalten, organisieren. Wer sind nun die Akteure? Das ist nochmal ganz spannend, auch zu erfahren, wer eigentlich in Leipzig hier ja, das Gesicht raushängt und an der Stelle mitwirkt. Der Handelsverband macht mit, Fair Gourmet, eine Tochter der Leipziger Messe, die insbesondere für das gesamte Catering der Messe verantwortlich sind. Der Eine Welt e.V., ich nehme an, der ist Ihnen Begriff. Also zumindest gibt es mindestens ein Ladengeschäft im Thomaskirchhof. Contigo macht mit, sagt das Ihnen, auch als Shop was. Nikolaistraße, ich weiß gerade nicht, Strohsackpassage, genau. Der Ökolöwe, die Zukunftsakademie, das ist vor allen Dingen, die Zukunftsakademie ist so ein Projekt der lokalen Agenda 21, wo es um nachhaltige Bildung in Schulen der Stadt Leipzig geht. Das Netzwerk Integration Migranten in Leipzig, also eine bunte Truppe, Eukos nicht zu vergessen, die an der Stelle das Heft des Handelns in der Hand haben, um die Initiativen zu unterstützen. Und hier mal einige Projektvorschläge, die wir auch dann umgesetzt haben. Das geht los bei kleinen, fairen Frühstücken in der Innenstadt, in der Peterskirche, im Clara Zetkin Park, wo auch immer. Das geht weiter, dass es eine Fairhandelsmesse gab. Ich weiß nicht, ob Sie die Spezialitätenbörse in der Handelsbörse erleben durften. Es war auch eine wunderbare Veranstaltung, wo wir regionalen Erzeugern in der Handelsbörse die Chance eingeräumt haben, ihre Produkte den Leipzigern mal gezielt vorzustellen, weil wir, glaube ich, gerade was die regionale Erzeugung betrifft, da noch ein ganzes Stück in Leipzig befördern und initiieren könnten. Da sind wir lange nicht gut.
bis hin zu einem fairen Einkaufsführer, faires Catering, auch auf dem Katholikentag 2016. Also eine ganze Bandbreite, was dort an Initiativen auf den Weg gebracht wird. Hier mal ein Blick in die Steuerungsgruppensitzung. Im Stadtbüro treffen die sich, kennen Sie, auf dem Markt hat die Verwaltung auch ein eigenes Kommunikationsbüro, wo die Türen nicht verschlossen sind. Das heißt, Sie können da auch reingehen und Fragen stellen. Die Kollegen sind genau dafür da. Was kann man nun tun? Und jetzt komme ich mal an so ein paar praktische Beispiele, die sehr erwähnenswert sind. Deshalb stelle ich sie Ihnen mal vor. Schule hatte ich angesprochen. Hier gab es im Berufsschulzentrum 7 mal ein kreativ gestaltetes Schaufenster im Kaufland am Lindemauer Markt, wo sich die Schüler des Berufsschulzentrums mit dem gesamten Thema fairer Handel, damit verbundenen Fragestellungen auseinandergesetzt haben und Verbraucher, Konsumenten dort abgeholt haben, wo sie im Grunde genommen täglich einkaufen, beziehungsweise eben auch sie mit Fragestellungen konfrontiert haben, mit denen sich nicht jeder täglich auseinandersetzt. Das Gustav-Hertz-Gymnasium zu benennen, ich frage jetzt gar nicht, ob Sie schon mal was davon gehört haben, dass es auch Fairtrade Schools gibt. Das Gustav-Hertz-Gymnasium ist das erste Gymnasium in Sachsen, logischerweise auch in Leipzig, welches sich diesen Titel Fairtrade School zu eigen machen durfte, indem dort nämlich im gesamten Catering, in der Kantine, in den Dingen, die die Schule selbst einkaufen kann, man genau auf fair gehandelte Produkte achtet, beziehungsweise nur diese zum Ausschank kommen. Insofern war das eine wirklich wunderbare Initiative auch für den Bewerbungsprozess Hauptstadt. Es gab eine Vortragsreihe von Oikos, das ist hier ein studentischer Verein, der insbesondere in der Degrowth-Konferenz, muss ich vielleicht auch nochmal erklären, natürlich beschäftigen sich auch Wissenschaftler, beschäftigen sich auch Studenten mit dem Nichtwachstum. Wir sind ja immer erschlagen von der Wachstumsdynamik, beziehungsweise von den Wachstumsbegrifflichkeiten, die man uns so immer um die Ohren haut, wenn es um sozusagen das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik geht. Es gibt natürlich auch viele Initiativen und Wissenschaftler, die das in Frage stellen. Und die Universität hatte hier Raum geboten, dieser Degrowth-Bewegung bundesweit und international hier in der Universität miteinander ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und zu fragen, wie kann man denn ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum außerhalb der Wachstumsdiskussion organisieren und initiieren. Und da war Oikos einer der handelnden Akteure, der da, glaube ich, auch für Leipzig, für die handelnden Akteure hier einen sehr guten Job gemacht hat. Und das hat nun wiederum in der kleinen, aber feinen Betitelung gemündet, dass auch die Universität Fair Trade University ist. Also auch die Universität Leipzig als erste Universität Sachsens hat es geschafft, genau im Catering, das Studentenwerk, in der Ausgabe der Mensa, in den Mensen etc., genau darauf zu achten und solche Produkte im Grunde genommen gezielt auch an die Studentinnen und die Studenten oder auch den Lehrkörper etc. auszugeben. Ich hatte schon mal angedeutet, dass wir unter dem Begriff fair nicht zwangsläufig Bio verstehen. Bitte das nicht vermischen. Aber Bio ist natürlich auch fair. Und was auch fair ist, ist die regionale Erzeugung. Das heißt, jeder Apfel, jede Limonade, jedes Brötchen, jedes, ich sag mal, auch in Deutschland produzierte Kleidungsstück, was auch nicht mehr selbstverständlich ist, ist aus unserer Sicht ein fair produzierter Artikel. Und wir haben, das wissen Sie, ja diverse Städtepartnerschaften. Unter anderem Birmingham und Lyon. Und in beiden Städten gibt es sehr ausgeprägte Fairtrade-Communities, faire Organisationsstrukturen, verbunden mit der Verwaltung. Und was die beiden, insbesondere Lyon, besonders auszeichnet,
Sie haben natürlich einen starken regionalen Erzeugermarkt. Also wenn Sie mal mit französischen Produkten, ich sag mal liebäugeln oder ein Kenner der französischen Küche sind, dann wissen Sie, dass die sehr viel Wert auf lokale, regionale Erzeugung und Produktqualität legen. Und gerade in Lyon gibt es so ein ausgesprochen interessantes Label, wo die Produkterzeuger mit diesem Label der Region Lyon im Grunde genommen den Konsumenten genau dieses sozusagen schmackhaft machen. Da sind wir in Leipzig leider auch weit davon entfernt. Suchen Sie mal tatsächlich einen Schlachter um die Ecke, der Ihnen möglicherweise zwar noch selbst geschnittene Rouladen verkauft, aber bei der Wurst, insbesondere in Scheiben, da hört es dann schon auf. Die kauft dann nämlich auch bloß beim Großhandel. Oder das, was Sie auf dem Markt zu kaufen bekommen. Ich will überhaupt gar keinem Markthändler zu nahe treten. Aber in der Regel hat er es am frühen Morgen auf dem Großmarkt gekauft. Und wenn Sie die Paletten sehen, dann sind die daher, wo der Großmarkt im Grunde genommen Europa und weltweit die Produkte herbezieht. Also diese regionale Erzeugung ist doch leider etwas in den Hintergrund geraten und wir als Verbraucher sind an der Stelle wirklich gehalten, solche Produkte auch nachzufragen. Und solche Produkte nachfragen heißt aber nicht, sie zum Schleuderpreis zu bekommen, das will ich auch immer sagen, sondern solche Produkte haben auch einen Wert und werden demzufolge natürlich auch etwas teurer veräußert, als dass der Aldi oder der Discounter um die Ecke, ich zieh's zurück, Entschuldigung, leistet. Also an der Stelle wirklich bewusst sich auch machen, welche Verantwortung ich als auch Konsument habe und auch wahrnehmen kann. Hier mal eine statistische Auswertung. Wir haben 2015 mal gefragt, wie denn fair gehandelte Produkte entsprechend sich in Leipzig entwickelt haben. 2013 gaben rund 70% an, dass der Umsatz in den zwei zurückliegenden Jahren mit fair gehandelten Produkten gestiegen sei. 2015 gaben das wiederum 70% an. Und an der Stelle muss man sagen, steht der Tropfen, höhlt den Stein, es verändert sich was. Der dritte Punkt, da bin ich jetzt bei Ihnen irgendwie auf Granit gestoßen, den muss ich nochmal bei uns hinterfragen. Ja, was ein interessanter Ansatz ist, damit Sie sich im Grunde genommen nicht heute so ein bisschen verlassen vorkommen, sondern an der Stelle auch gegebenenfalls mal nachblättern können. Es gibt eine Fairtrade-Seite, wo wir initiiert haben, dass die Einrichtungen, die entsprechend Produkte anbieten, entsprechend auch nachgelesen werden können. Also das heißt, im Internet ist alles für Sie griffbereit. Wenn Sie kein Internet haben, nicht verzagen, es gibt einen fairen Einkaufsführer herausgegeben von der Stadt. Hier werden Sie informiert über genau diese Angebote, nur in gedruckter Form. In jedem Bürgeramt erhältlich. Wenn er mal nicht vorrätig sein sollte, scheuen Sie sich nicht, ich schicke Ihnen den gern. Ja? Was wir auch gemacht haben, ist ein Flyer entwickelt für nachhaltiges und faires Catering. Es ist gar nicht so einfach, heute als große Stadtverwaltung zu sagen, ich wandle mal mein Catering um und achte darauf, ausschließlich fair gehandelte Produkte bei einer öffentlichen Veranstaltung, bei einem Empfang des Oberbürgermeisters anzubieten. Sie finden fast keinen Anbieter in Leipzig, der das durchhält. Also er hat vielleicht mal einen fairen Orangensaft, aber dann ist dann drumherum verwelkt schon wieder alles. Oder er hat gegebenenfalls sogar regional erzeugtes Fleisch im Angebot, aber dann wird die Luft schon wieder dünner. Und wir haben mal eine Handreichung gemacht, dass man wirklich nachvollziehen kann und auch behaupten kann, dass man an dieser Stelle ein faires Catering anbietet und an dieser Stelle auch wirklich belastbar niemandem etwas vorgaukelt. Auch dieser ist erhältlich. Wir haben den insbesondere unseren kommunalen Unternehmen
oder Unternehmen der Privatwirtschaft übergeben, die da Interesse hatten, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer haben das übergeben. Und es gibt eine Initiative, den sogenannten Grünen Ring. Ich weiß nicht, ob der Ihnen ein Begriff ist. Wer kennt denn den Grünen Ring? Das sind ja schon Gott sei Dank ein paar mehr. Der Grüne Ring, das sind nicht nur zwei Fahrradwege um Leipzig, das ist nicht nur ein Waldgürtel um Leipzig, das ist ein bisschen mehr, das ist auch Wassertourismus und Gewässerverbund, Entwicklung im Leipziger Neuseenland und so weiter. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Auch der Grüne Ring hat für die Stadt und für die Umlandkommunen und die beiden Landkreise um Leipzig festgelegt, dass alle Veranstaltungen, die wir durchführen, nur mit fairem Catering durchführbar sind. Das kostet 2,50 Euro mehr, aber wir halten das durch. Und dieser Flyer mit diesen, sagen wir mal, Informationen drin, ist dann seitens der DEHOGA und der Verbraucherzentrale und der Fergomet nochmal öffentlich wirksam übergeben worden. Hier sehen Sie mal das Foto aus dem Jahre 2015. Ein großes Thema, was außerhalb des, ich sag mal, Konsums in der Kaufhalle etc. stattfindet, ist natürlich die gesamte Thematik Naturstein. Natursteine kommen heutzutage in der Regel aus Indien, aus China und sind damit natürlich unschlagbar preiswert. Also im Vergleich zu Naturstein aus Deutschland. Und sie mittlerweile hat das solche Formen angenommen, dass sie natürlich gegebenenfalls beim Ableben eines nahen Verwandten von Ihnen im Internet einen fertigen Grabstein bestellen können. Der wird dann geliefert von wo auch immer her und wird dann im Grunde genommen dem Bestattungsinstitut übergeben und wird aufgestellt. Das ist sicherlich unter dem Gesichtspunkt, dass man sich solche Sachverhalte oder die Dinge auch leisten muss, ein Stück weit nachvollziehbar, führt aber zu zwei Sachverhalten. Zum einen, dass der Naturstein in Deutschland kaum noch abgebaut wird, dass im Grunde genommen ein ganzer Industriezweig verschwindet und dass auch Steinmetze, man mag es nicht glauben, aber auch Steinmetze mittlerweile ihre Arbeit in Größenordnung verlieren, weil einfach nicht mehr vor Ort produziert bzw. diese Werksarbeit im Grunde genommen nachgehalten wird. Wir haben versucht, mit der Innung, mit den Kirchen, mit den Landeskirchen, mit dem Gewerkschaftsbund, sehen Sie hier unten, entsprechende Initiative auf den Weg zu bringen, wo wir verpflichtend, zumindest für die Friedhöfe der Stadt Leipzig, auflegen wollten, dass es nur regionalen Naturstein oder zumindest mit einer gewissen Wertigkeit versehen, außerhalb von Kinder- und Zwangsarbeit hergestellten Steine auf unseren Friedhöfen gibt. Leider hat der Gesetzgeber uns da ein bisschen diese Rechnung nicht mitgemacht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat 2014 entschieden, dass kommunale Satzungen solche Einschränkungen nicht vornehmen dürfen. Das heißt, ich kann es Ihnen leider nicht vorschreiben, auch wenn ich es wollte. Und insofern ist diese Initiative jetzt eine freiwillige Initiative. Und wenn Sie mit diesem Thema im Grunde auch konfrontiert werden, dann werden Sie auch darüber, ich will nicht sagen belehrt, aber aufgeklärt. Und dann ist es Ihre Entscheidung, wie Sie mit dem Thema umgehen. Und insofern hier nochmal die Erklärung aufgeschrieben. Sie sehen ja auch, die Religionsgemeinschaften waren dabei, insbesondere die israelitische Religionsgemeinde, die evangelischen Kirchen, die katholischen Kirchen. Ja, es ist eine freiwillige Vereinbarung. Klein, aber fein. Es gibt fair gehandelten Weihnachtsbaumschmuck im Rathaus, in der Oper, im Gewandhaus. Wenn Sie da während der Weihnachtszeit mal mit offenen Augen über unseren Weihnachtsmarkt gehen, man wird ja erschlagen mit vielen Produkten. Gibt es natürlich auch echt Erzgebirge, ja, das ist in Ordnung. Es gibt aber auch echt China und es gibt echten fairen gehandelten Weihnachtsbaumschmuck. Also da kann man auch ein Stück weit
sich mal durch diesen Dschungel der Angebote durchlavieren. Sie finden garantiert zu den vielen Themen, die Sie da beschäftigen, individuell auch ein faires Produkt. Und den grünen Ring, das hatte ich schon angedeutet. In der Stadtverwaltung selbst, auch darauf bin ich schon eingegangen, bindet uns ein Ratsbeschluss, welcher da heißt, Konzept der Stadt Leipzig zur nachhaltigen und fairen Beschaffung. Das heißt, wenn wir als Stadt ausschreiben, und eine Ausschreibung ist vielfältig möglich, wir kaufen Uniformen, wir kaufen Naturstein, wenn es um Fußwege geht, wir kaufen Naturstein, wenn es um Straßen, also sonstige Infrastruktur geht. Wir kaufen in Größenordnung Papier, Bleistifte, Patronen, selbst Computer werden gekauft und all diese Produkte können fair hergestellt werden und es gibt Produzenten, die dieses auch im Angebot haben. Nun sind wir da ein paar rechtliche Rahmenbedingungen gebunden, das heißt, wir können nicht alles verpflichtend machen. In den Ausschreibungen der Stadt werden Sie aber immer so einen Passus finden, dass wir es wünschen, dass beim Angebot genau darauf geachtet wird. Das ist nicht fest, aber es ist zumindest ein Wunsch, der formuliert ist. Was wir ausschließen, ist Kinderarbeit. Also Produkte, die damit in Berührung gekommen sind, müssen uns gegenüber angezeigt werden und es wird entschieden, inwieweit das trotzdem ein Produkt ist, was wir einkaufen. Muss man mal bei der Kinderarbeit beachten, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Gesellschaften, dort sind Familien auf die Arbeit der Kinder schlichtweg angewiesen, aus bitterster Armut heraus. Und wir schaffen es auch nicht, von heute auf morgen den Schalter umzulegen. Wichtig ist nur bei der fairen Idee, dass diese Kinder zur Schule gehen dürfen und können. Das heißt, es soll ihnen nicht die Arbeit entzogen werden, die Unterstützung für die Familie. Sie sollen aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, am Bildungssystem teilzunehmen und im Grunde genommen trotzdem eine Zukunft zu bekommen. Und das ist so ein bisschen die Problematik, wo eben auch Verantwortliche in der Entwicklungshilfe sich immer auf die jeweilige Gesellschaft, auf das jeweilige Gefüge einlassen müssen, um eine bestmögliche Entscheidungen im Grunde genommen auch treffen zu können. Also mit der Holzhammermethode vorgehen, funktioniert da nicht. Und ich glaube, das wäre wieder ein anderes Thema, wenn ich jetzt mit der großen Politik anfange. Hier ist etwas uns leider nicht gelungen, was wir aus Sicht der Stadt Leipzig initiieren wollten. Das Vergaberecht des Freistaates Sachsen wurde oder wird novelliert. Und wir hatten als Stadt formuliert, hier entsprechend Kriterien mit in die Rechtssetzung des Freistaates Sachsen aufzunehmen. Da haben wir leider keine Mehrheit gefunden. Die meisten Kommunen haben das abgelehnt. Liegt ein bisschen daran, dass sie sagen, der Aufwand für die Prüfung solcher Vergabekriterien ist für kleine Verwaltungen ihnen zu groß. Das ist immer das harte Los in einer Großstadt, die natürlich eine sehr große Verwaltung hat, wie wir das leisten können, an der Stelle sich auch mit anderen einigen zu müssen. Gegebenenfalls kann der Landtag an dieser Stelle ja noch etwas anderes formulieren. Ich hatte am Anfang gesagt, woran erkennen Sie eigentlich faire Produkte? Und ich hatte Ihnen auch gesagt, dass es eine Unmenge an Erkennungszeichen gibt. Hier mal 3 sehr bekannte. Ich glaube, das Nahrungsmittelsiegel müsste den meisten bekannt sein. Also mindestens auf dem Kaffee und auf der Schokolade findet man es sehr präsent. Das Produkt für die Textilien, da wird es jetzt schon, ich sag mal, speziell. Wenn Sie aber zum Beispiel bei Karstadt oder Galeria Kaufhof oder wo auch immer nach diesem Label gezielt suchen, Sie finden es. Fragen Sie die Verkäuferin, die müsste es wissen. An der Stelle gibt es tatsächlich fair gehandelte Jeanshosen oder T-Shirts auch in unseren großen Kaufhäusern, mit denen auch
so abgestimmt, da Sie auch im Zuge der Diskussion zur Hauptstadtbewerbung an der Stelle zumindest mitgewirkt haben, auch wenn ich da natürlich mir noch ein bisschen mehr Unterstützung erhofft hätte. Und die Natursteinprodukte, ich glaube, das ist dann jetzt was sehr Spezielles. Auch hier gibt es ein entsprechendes Label. Problematisch dabei ist, es ist gesetzlich nichts vorgegeben. Also es gibt, ich hatte Ihnen die Kriterien ja genannt, die man global ansetzt. Ich hatte Ihnen auch gesagt, was man unter fair versteht. Aber der Gesetzgeber an sich, wie beim Biosiegel, hat an der Stelle keine Regelung getroffen. Und insofern ist das nun wiederum auch ein Sachverhalt, wo Politik agieren muss, aus meiner Sicht agieren muss, und auch eine klare Definition und einen klaren Rechtsrahmen vorgeben sollte, damit Verbraucher auch geschützt wird. Denn das eine ist das, was Sie jetzt im Grunde genommen als Konsument leisten. Sie wollen an dieser Stelle aktiv werden. Und das andere ist, was wird Ihnen dann tatsächlich untergejubelt. Also das muss zusammenpassen und an der Stelle haben wir da noch Nachholbedarf. Nichtsdestotrotz, wenn auch Unternehmer jetzt unter uns sind, das Bundesumweltministerium informiert über auch das nachhaltige Beschaffungswesen auf der eigenen Seite kompass-nachhaltigkeit.de und wir selbst als Kommunen werden ebenfalls vom Ministerium informiert über die Möglichkeiten fairer Ausschreibungen bei der öffentlichen Beschaffung. Und es gibt hier nochmal seitens des Bundesinnenministeriums nochmal ein zentrales Portal für nachhaltige Beschaffung für öffentliche Auftraggeber. Da wir nun mal als öffentliche Hand einer der größten Auftraggeber sind hinsichtlich der Vergaben, die täglich in der Bundesrepublik an den Markt geworfen werden, ist es natürlich auch unsere Verpflichtung, an der Stelle darauf zu achten und diese Themen aufzunehmen. Last but not least, es gibt auch den nachhaltigen Warenkorb, auch einsehbar auf den Seiten, die ich angezeigt habe. Hier wird nochmal dem Verbraucher ganz einfach mitgeteilt, wie er in seinem Alltagskonsum auf dieses Thema Acht geben kann, was er berücksichtigen sollte, was er berücksichtigen muss, damit tatsächlich fair drin ist, was sozusagen draußen als Label dran steht. Das sollte es mal so ein bisschen als Eingang in die Thematik gewesen sein. Es sollte vor allen Dingen auch mal ein Überblick sein, was wir als Kommune, als Umweltverwaltung in Leipzig an dieser Stelle initiiert haben. Es soll auch eine Einladung sein an Sie, uns an dieser Stelle zu unterstützen. Jede Initiative, jeder Einzelne oder jede Einzelne sind uns da herzlich willkommen. Die Familie kann nicht groß genug sein, die sich mit dem Thema identifiziert. Und es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil an der Stelle wir einfach in Europa oder aber auch in Nordamerika oder aber auch in den reichen Staaten Asiens, Australiens einfach eine Verantwortung haben für die Menschen, die für uns unter schwierigsten Bedingungen Produkte erzeugen, damit sie hier verkauft werden können. Und dieses faire Thema geht ja im Grunde genommen wirklich ein Stück weiter, wenn man sich mal sozusagen die Weltlage betrachtet, wenn man mal sieht, was da so in manchen Ländern für Schieflagen entstanden sind, wenn man mal sieht, warum Menschen sich auf den Weg machen, um nach Europa zu kommen, schlichtweg aus unmenschlichen Bedingungen in ihren Heimatstaaten heraus, dann ist das eine Möglichkeit, zu einer globalen, aus meiner Sicht, zu einer globalen Befriedung und auch Gerechtigkeit zu kommen. Und es ist etwas, was wir, weil wir ja immer manchmal auch als Bürger so ein bisschen ohnmächtig vor diesen riesen Fragestellungen, die uns da auch täglich über den Bildschirm entgegenflimmern, ohnmächtig sind, mit diesen Fragestellungen umzugehen. Auch für mich, ganz offen, ich bin an der Stelle auch nur Bürger dieser Stadt und an der Stelle kein Subjekt, was große Politik macht. Für mich ist das etwas, wo man sich eben engagieren kann, wo man seinen Beitrag leisten kann.
ohne dass man sein Gewissen damit befriedigt, sondern wo man wirklich bewusst seinen Beitrag leisten kann. Und deshalb ist auch das Label Leipzig handelt fair für mich da verpflichtend. Und ich hoffe, dass ich das an dieser Stelle Ihnen auch ein bisschen rüberbringen konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da nicht gleich die Arme hochschnellen für die Fragen, würde ich gerne eine Information nachlegen. Wer die faire Stadt Leipzig kennenlernen will, kann auch spazieren gehen. Und zwar jeden zweiten Dienstag im Monat, einmal um 12 und einmal um 17 Uhr, 2 Stunden, 1 Euro. Der 14. Juni wäre der nächste Termin und die anderen Termine finden Sie auf leipzig.de.